Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir spielen eine Runde mit dem guten Trapper, ja, und ich habe heute zwei Addons drauf, die dafür sorgen, dass wir ein bisschen mehr Fallen dabei haben dürfen. Und außerdem habe ich noch was, das die Fallen dunkler macht. So, hier vorne haben wir direkt einen Generator im Haus, der wird schwer zu verteidigen, denke ich. Ich packe mal einfach eine Falle direkt davor. Was soll der Geiz? So, ich habe Whisper dabei, ich habe Franklin dabei, ich habe Ruin dabei. Und ich habe Beobachten und Zuschlagen dabei. Und ich hole mir jetzt mal zwei neue Fallen. Ich würde gerne die 3-Gen-Taktik laufen lassen. Bloß ich weiß nicht so recht wo. Hinten im Keller ist einer. Den im Keller können wir mit zwei Fallen safe machen. Aber da sind nicht so viele in der Nähe, ne? Schwierig. So, wir packen mal hier eben noch eine Falle hin. Jetzt hat natürlich jemand direkt Ruin gefunden. Ich habe mich aber auch nicht drum gekümmert. Ist nicht ganz so wild, hoffe ich. So, hier könnten wir noch mal eine hinlegen. Da hinten wurde es verkackt. Jetzt ist Whisper erst aktiv. Das heißt, es war eben keiner bei uns in der Nähe. So, wir gehen mal in den Keller runter. Und schauen, ob hier noch jemand ist. Wie gesagt, den Keller können wir einigermaßen schnell dicht machen. Ist leider nach oben gerannt. Naja, gut. Okay, hinten am Generator wird ordentlich verkackt. Vielleicht sind das die drei, die safe gemacht werden sollen. So. Hey Mac, was geht bei dir? Nee, schade, keiner da. Ich habe Franklin dabei, weil ich zwei Leute gesehen habe, die eine Werkzeugkiste dabei hatten. Und Werkzeugkisten sind für uns halt scheiße, auf gut Deutsch. Machen wir uns nichts vor. So, eigentlich sollte ich auf die kacken und gucken, ob der Typ wieder zurückgeht. Weil wenn er jetzt hier wieder weitermacht... Ne, der ist aber nicht mehr hier. Ja. Dann habe ich jetzt alles verloren. Ja, weil wenn er hier weitermacht... Ist natürlich scheiße für uns. Der ist auch gut dicht eigentlich. Ich dachte gerade, da hockt jemand. Eins, zwei, drei. Ich glaube, ich mache die drei. Leute. Planänderung. Wir haben unsere drei Gens. Der hier gehört noch dazu. Wir holen uns mal eben Fallen. Beziehungsweise ich kann nur noch eine tragen. Ja, das sind die drei Gens, die wir dicht machen. Der eine da drin, den können wir... Ih, da waren gerade Kakerlaken an meiner Falle. Den einen da drin können wir ganz gut zumachen. Der arbeitet hier munter weiter. Sorry, aber nö. Ja, so einfach lasse ich dich hier nicht den Generator machen. Kommst da vorne ran. Wir haben niemanden, der einen Strike hat. Oh, shit. Da habe ich nicht aufgepasst. Okay, gut gemacht. Wir jagen dem Typen mal hinterher. Weil der Generator war eh verloren. Oh ja, hier drin sind noch einige... Paletten. So, da ist jemand in eine Falle rein. Und zwar direkt vor uns hier. Das ist geil. So, erstmal schlagen, damit das Item notfalls noch weggeht. Und dann ziehen wir dich da raus. Okay, schönes Ding. Direkt hier vorne ab an den Haken mit dir. Da könnten wir nochmal dicht machen dann. Direkt. Problem ist, ich glaube, dass das ein Premade-Team ist, Leute. Deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen hier mit den Fallen. So. Okay, die Falle haben sie auch schon gemacht. Das ist uncool. Oh, das ist ein Event-Gen. Den werden die auf jeden Fall machen wollen. Hinten haben sie eine Falle entschärft. Schade. Ah, die hier vorne. Okay, komm her. Die legen wir einfach wieder neu. Was soll's. So. Schon wieder, hä? So nicht, mein Freund. Okay, wir können gucken. Oh! Direkt ist er wieder hier am Start. Geil. So, komm mit. Ich versuche mal jetzt hier durchzulatschen einfach. Nicht, dass ich zweimal aufs Maul bekomme durch so eine Palette. Das wäre ärgerlich. Okay. So, kommt auch hier ab an den Haken. Bin mir nicht sicher, wo die andere hin ist. Also hier war ja noch eine Klödia. Die andere ist hier in die Ecke gerannt, so wie es aussieht. Okay, oder hier. Sabotiert.
Lass den Scheiß. So, du kommst auch an den Haken. So nicht, Fräulein. Okay. Wir haben da vorne ja noch einen. Ach, sie hat das verkackt. Okay. Dann kommt sie direkt wieder ran, natürlich. So, da ist jemand in die Falle rein. Sehr schön. Na, was geht bei dir? So, zack. Du kommst auch mit. Der andere hat sich jetzt hochgeheilt. Ist der Keller? Nein, schade. Frage beantwortet, bevor ich sie gestellt habe. So, drei Leute quasi am Haken. Und die Mac ist jetzt in Zugzwang. Oder? Ist es Mac? Ja, ne? Glaube ich schon. Okay, ja. Das ist geil. Sie ist hier. Nice. So, du bekommst einen Hit. Zwei Leute verletzt, das ist schon mal super. Na komm, Drop. Danke. Geht der andere retten? Ja, geht er. Dann würde ich sagen, schneiden wir denen hier den Weg ab. So, du bist der Nächste, der liegt. Da ist noch jemand. Nia. Okay, komm mit. Ab an den Haken dann meinetwegen. Die werden helfen, genau. Und deswegen gehen wir jetzt einfach genau dorthin. So, ein Generator erst übrigens. Jo, der Nächste in der Falle. Könnte aber gut sein, ja, dass sie es ausschafft rechtzeitig. Schade. Eieiei, ey. Heute aber Premium, wie häufig die hier in meine Fallen reintappen. Das ist ja schon fast ein Freundschaftsdienst. So, der Nächste liegt am Boden. Ey, jetzt haben die aber alle Hände voll zu tun, sich hier immer wieder hochzuheilen und so. Das heißt, wir rennen natürlich gleich wieder zurück, Leute. Sie haben erst einen Generator gemacht. Der hier oben ist komplett zurückgesetzt inzwischen wieder. Okay, ja. Und wir fahren ja sowieso die 3-Gen-Taktik. Also brauchen wir uns da eigentlich keine Sorgen machen. Alles gut. Für uns. So, wo heilen sie sich jetzt? Da war jemand. Es ist die Nia. Ja. So, sie rennt los, bekommt den Hit wieder. Schon wieder zwei Leute verletzt. Einer tot. Der hat sich sterben lassen. Ui, wieso denn das? Was war da denn los? Man weiß es nicht. Okay. Warte mal. Aha. Da ist der Nächste. Ich tue jetzt mal so. Jetzt habe ich da lang gehe. Ah, das ist noch unten. Und die nächste Person ist schon wieder verletzt. Boah, Leute, die Runde gefällt mir hier mit Evan. Krass, dass wir mal hier so eine gute Runde mit dem Trapper abliefern. Ja gut, noch ist nicht aller Tage Abend. Aber ich habe da schon ein gutes Gefühl, oder? Ihr nicht? Und das Schöne ist, der andere Typ ist sogar im Keller gestorben. So, ich habe wieder drei Fallen noch immer dabei. Hm. Ich lasse mal die eine da jetzt noch wirken, vielleicht. Muss ein paar neue Fallen platzieren. Ach, okay, der ist tot. Der ist tot! Sag mir das doch. So, der Gen ist noch gut. Die können wir erstmal so lassen, meinetwegen. Ich gehe mal da hinten ran. Die Nia ist ja durchs Haus gerannt. Ach, der ist sogar fertig schon. Dann ist es Wayne. Ich habe hier gerade trotzdem jemanden gehört. Wo ist die? Da! Ah, Nia! Das schafft sie nicht. Und gedroppt. Sehr geil. Oh, hi, ne? Sag doch, dass du mich magst, ja? Springst du mir einfach in die Arme. Da hinten. Okay. Du kommst jetzt hier an den Haken. Mal schauen, ob die andere jetzt sich dafür entscheidet. Ah, der ist tot. Wollte gerade sagen, ob er sich die Luke holt oder nicht. Ist bestimmt hinten raus. Voller Panik weggerannt. Behaupte ich jetzt einfach mal. Oder sagst du, die ist noch hier unten? Nee, ne? Man weiß ja nie. Ich such mal die Luke. Vielleicht können wir dann großflächig die Luke safe machen. Drumherum Fallen platzieren bringt nichts.
Wenn, dann muss man es großflächig abschirmen. Wenn sie im Keller ist, wäre es ideal. Mal eben im Keller schauen. Manchmal ist sie ja im Keller. Nee, ich höre sie nicht. Dann mal in diesem Gebiet schauen. Nee, sie hat die Luke gefunden. Okay. Hey, ich bin zufrieden, ja, mit Evan. Drei Leute erwischt und richtig viele Leute auch in die Fallen getreten. Also da muss man schon sagen, keine schlechte Runde für uns. Da können wir zufrieden sein. Und ich hatte sogar noch 100% Blutpunkte-Offering drauf. Das bedeutet, gibt nochmal ordentlich was. Barbecue hatte ich sowieso nicht. Mac war nie am Haken. Interessant. War mir gar nicht so bewusst. Das war die Punkteausbeute. Ja, ich denke, die Survivor können doch eigentlich auch zufrieden sein. Obwohl da natürlich auch die Event-Gens reinzählen. Ich weiß nicht genau, wer da dran mitgearbeitet hat. Das heißt, vielleicht hat einer von denen oder beide, vielleicht haben die gar keinen Pip bekommen. Weil 4500 Punkte für den Event-Generator mit reingerechnet sind hier in diesen Punkten. Aber das natürlich gar nicht zählt zu dem Limit, das man braucht. Also es könnte sein, dass die trotzdem Pip verloren haben. Also keinen Pip bekommen haben. Gut, Leute, ich bin raus. Danke fürs Zuschauen. Ja, der gute Trapper hat mal wieder abgeliefert. So lobe ich mir das. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.